Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Don't Starve mit Tim und mir. Together! Ja. Seit wann machst du jetzt hier Ansagen? Ich mach dir jetzt. Seit ich der Babo bin. Nee. Jungs, also Jungs und Mädels, jetzt wird's richtig schwer. Wir sind Tag 19, bei Tag 21 beginnt der Winter. Wir sind so gut wie null vorbereitet. Das heißt, wir haben 2 Tage Zeit, bis es anfängt zu frieren. Also, ja gut, das ist noch nicht das Hauptproblem, aber das Hauptproblem ist, wir haben nur noch 2 Tage und dann wird nichts mehr nachwachsen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal richtig viele Hasenfallen aufstellen, werden so viele Kohlefun-Tracks wie möglich suchen. Du machst es mit den Hasenfallen schon mal, machst dann auch ganz viel Gras. Ich mache währenddessen Crockpots und Drying Racks für das Essen. Mhm. Und immer die Augen aufhalten nach Kohlefanten, weil das ist unsere beste Nahrungsquelle. Dazu werde ich dann noch ins Steingebiet unten gehen, wo die Tallbirds sind, und werde dann eine zweite Feuerstelle machen. Und wir da wahrscheinlich öfters mal verbringen werden. Okay. Schweinchen haben wir auch direkt über uns ein paar, die können wir halt auch mal töten, aber die sind halt, das ist ja beim letzten Mal gesehen, als wir gegen die gekämpft haben, das ist ja irgendwie nicht ganz so gut gelaufen. Gegen die Schweine habe ich nicht so wirklich Bock, die sind ein bisschen scheiße. Ja, vor allem, weil wir halt so viel weniger Schaden machen, ne. Du kannst... So, bin ich denn hier? Ah, ich habe hier so ein neues Savannengebiet entdeckt. So, ich war gerade da bei Berries zusammen letztes Mal, das mache ich jetzt auch noch weiter, unten links im Gebiet. Ich kenne ja Gräser. Mach das mal und ja. Grab die auch gleich aus, die werden sowieso nicht mehr nachwachsen ja, können. Ja, also war ich auch dabei. Guck mal, da steht Day 18, aber wenn du auf die Welt drauf gehst, ist es World Day 19. Aber wahrscheinlich haben wir dann doch 3 Tage Zeit. Ich bin hier gerade in einem Gebiet... ein bisschen weiter unten von uns und sammle ganz viel Gräser gerade noch, weil die Hasenfallen sehr viel verbrauchen. Was ist denn dieses Geräusch? Ey? Ist das mein Magen, der knurrt? Oder hört sich voll strange an? Oh, ich kann es leider nicht hören. Oh, fuck. So ein komisches Grummeln. Das höre ich auch manchmal. Ja doch, ich glaube, das ist sogar dein Magen. Ich bin gerade bei 64, also so wenig ist es eigentlich nicht. Ich habe 56. Also wenn Tag 19 anfängt, sind wir wieder verhungert. So, ich habe jetzt fast 2 Stacks Gras sogar. Denk auf jeden Fall dran, immer die Seeds einzusammeln. Mach ich. Jetzt sind schon wieder 5 Seeds. Nur 67 Leben, ey. Ich hab 110. Ja, also brauche ich die nächsten Healing Souls. Ah, da sind wieder Seeds. Alle sind hier viele Hasen auf dem Gebiet. Alter. I'm so hungry. Hier bei diesem Gebiet sind echt Millionen. So, also doch andersrum, dass ich jetzt die Hasenfallen mache. Ja, ein paar habe ich ja bei uns schon gemacht. Aber ich nehme auch Gras und so mit. Also Gras grabe ich auch raus. Ja, wenn du da so weit hinten bist, ist es gut. Ich meine, wir haben 1000 Sachen, um das zu fertilisieren. Im Winter wächst es zwar eh nicht, aber
Mein. So. Fangen wir mal an mit diesem scheiß Hasen. Fallen. So, ich habe jetzt gleich alle Berry Bushes, die es hier gibt. Sehr schön. So, und 30 von den Gräserteilen. Von den Berry Bushes 19. Für 5 Teile habe ich halt jetzt schon wieder 36 Gras verbraucht. Sind aber auch schon Hasen gefangen. Wir sollten jetzt auch mal Kisten machen und so. Falls ein Blitz kommt oder irgendwas passiert, ist alles abgebrannt halt. So. Könnte ich jetzt hin? Gibt's überall keine Berries mehr. Da. Ah, da habe ich die Kohle von dir. Wunsch. Der kackt fleißig weiter. Aber so, ein Kohlefant wird nicht einfach zu einem Winterkohlefant, oder? Nee. Also wir müssten den eigentlich heute Nacht killen. Bin jetzt wieder auf 20 Leben runter und hab halt nichts. Ne? Wieso 20? 20 Hunger. Okay. Ich bin bei 29, hab Berries und Seeds. Wie war das denn jetzt? Kannst du Monster Meat jetzt essen oder nicht? Ich krieg trotzdem Lebenabzug. Wir heben das lieber für was anderes auf. Ach ja, genau, die beste Nahrungsquelle ist einfach hier, wenn du den wenn du den Käfig machst mit dem Vogel drin, ja? Aha. Dem dann gebratenes Monster Meat gibt, dann macht er das in Eier. Eier kannst du gut essen, sind lecker, machen ganz gut was her. Und es ist eine ewige, die hast du immer auf frisch. Weil wenn du die Eier brätst, kannst du die wieder den Vogel geben und der kackt wieder neue. Das ist halt einfach richtig genial. Ja. Danke. Wenn auch sehr viel Holz brauchen. Komm mit, wir müssen die Nacht gut verbringen. Wir brauchen viel Holz. Wollen wir nicht den Kohlefant töten? Ich habe gerade keine Fackel, ich muss erstmal meine Sachen hier ablegen. Du hast den, nimm dann noch den Football-Helm mit. Du hast den, ja. Oh nein. Du hast den nicht gerade angegriffen, oder? Habe ich gerade, wollte ich gerade. Du hörst, dass die Hunde jetzt kommen, ne? Die brauchen noch, das ist das zweite Mal. Naja. Ja, ich würde die trotzdem lieber erst machen. Ja, dann schaffen wir den nicht diese Nacht, aber es geht klar, dann machen wir die nächste Nacht. Hast du genug für einen Logsuit? Oder habe ich den? Ich habe noch einen Logsuit. Ob du genug Holz hast, weil ich habe keine. Nö. Wie viel Holz hast du? 1. Okay. 5. Ich habe 2. 6, hier. Dann lass vom Lager weggehen. Ich hab so wenig Sanity. 101 habe ich. Ja, 134. Ah, Kohle von Chunk. So, die brauchen halt am Anfang noch voll lange. Unten bei den Bienen liegt noch ein Backpack. Ach nee, das war vielleicht mal deiner. Deswegen Fog of War.
Ist mir immer noch angezeigt. Ja, kann eigentlich nicht sein, meiner ist jetzt gerade in der Base. Ja, ja, das ist. Wenn du halt den auf den Boden gelassen hast, wegen dem Kampf und ich dann schon aus dem Gebiet gegangen bin. Da ist gerade einer direkt gespawnt. Ein Schlag und weg. Ein Schlag weg. Kannst du vielleicht auch zwei machen. Okay. Einen Apfel. Nur einer am Anfang, dann zwei. Einen Hit habe ich abbekommen. Also alles easy. Okay, ich hab gar keinen. Die Bärenbüsche lassen wir noch da, die werden nicht respawnen. So. Die Bärenbüsche, soll ich die nicht pflanzen? Ach ne, wir nutzen die Zeit erstmal. Nicht abgrasen, Dings da, Rums da. Ach so, nee, aber ich habe ja da jetzt so die. So hingelegt. Achso, ja. Die ausgebuddelten. Hast du noch ein paar Pinecones? Na egal, ich krieg keinen genug. Gerade nicht. Gesehen, dass du die als Feuer, als Fuel verwendet hast. Solange du noch nicht allzu viel hast, mach's noch nicht als Fuel. Naja. Es kommt der Punkt, wo du halt immer mehr als ein Stack hast und die kannst du dann alle verbraten. Ja, aus jedem Baum, aus jedem großen kommen ja zwei, deshalb nehme ich lieber die als das Holz. Mhm. Das Holz ist halt viel mehr benötigt. Oh, hier ist Kohlefun-Track. Komm zum Lager, bitte. Dann kannst du den verfolgen. Ich wollte hier weiter mit dem Holz machen. Mhm. Wo, das machen wir in der Nacht. Das verfolgen? Hier oben. Warte, was müssen wir noch machen? Drying Racks und so. Ach, scheiß drauf, das mache ich dann anders mal. Ich mach den Kohlefund. Oh, hier ist so ein Teil. Genau, das habe ich da doch dahin gesetzt. Ach so. Das soll doch dann die ganzen Spinnen töten. Verfolgst du den? Ich weiß nicht, welche Richtung man. Achso. Nach oben. Weiß nicht, dann geh du was anderes machen, ich hab den. Ja, gut. Lock ihn dann einfach zu dem. Weißt du, was du machen musst? Holz. Oder sollst? Nee, Holz machen wir in der Nacht. Ja? Ja, gut, dann die Hasentraps da. Hab ich schon genug eigentlich. Kümmer ich mach einfach mal. Noch mehr. Ja, geh noch in Gebiete und hol da irgendwie ein bisschen was. Leute, ich setze Triggered. Shit. Die fucking Spur verloren. Dein Ernst? Ich höre die ganze Zeit einen Kohlefund, Alter. Ich hab die Spuren sind auf einmal weg. Hm. Oh, ein zweiter Glanz, nur noch gerne an. Kacke. Benutze sie nicht mehr, ohne dass wir die verbessert ja, haben. Ja, ich weiß doch. Wir haben ja jetzt massig Asche. Lol, was da für ein Krieg ist. Krieg ist immer gut, da kann man irgendwas abstauben. Ja. Ist halt hier dieses Auge, das ich geplantet habe. Jedes Mal, wenn das ein Auge spawnt auf dem Spinnengebiet, kommen da 1000. Ist dein Ernst? Ich kann keine Traps machen, weil ich nicht genug Stöcker dabei habe. Alter, hol Stöcker. Ich habe die Kohlefun-Tracks verloren, die sind einfach weg. Geh doch zu den alten. Die sind da despawned. Einfach. Oh, das ist scheiße. What the fuck? War so beschissen, nein.
Die beste Nahrungsquelle und die fucking Teile despawnen einfach, Alter. Ne, ich meinte ja, ich hab den gehört. Vielleicht war der bei den Spinnen. Und die Spinnen essen ja das Fleisch. Und da waren halt 20 mindestens. Es waren halt zwei Tier 3 Lagers. Hm. Bist du Base? Hm. Das Feuer hat es nicht geplantet, der ist ja bescheuert. Ja, jetzt machen wir den, ne? Jo. Siehst du, Alter, der... Vier Meilen. Lol, warte, ich habe ihn noch nicht attackt gleich. Weg. Eins, zwei, drei, vier, weg. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Perfekte Mon, Junge. Ich denke, nicht. Sammel du mal bitte alles auf. Ach, sehr schön. Soll ich noch eine Weste machen? Eine Puffy West? Ja. Eine habe ich gerade gemacht, weil der vergammelt wäre sonst. Nee. Das benutzen wir fürs Essen. Brauche ich nicht. Wir suchen dann einen Winterkohlefund und. Geh mal weg von Chester, bitte. Mir dann eine Breezy West. Ah ne, eine Puffy West. Das ist doch eine Breezy West hier. Die Puffy West ist die gute. Ja, aber immerhin schon mal. Mhm. Gut, sieben Fleisch. Warte mal, brauchst du auch was? Oh, siehst du, jetzt hast du den lang. Jetzt bist du schon so gut gewärmt, ey. Wie viel brauchst jetzt, du denn? Jetzt beginnt Winter. Brauchst du Fleisch? Nö, ich... Also ich würde auf jeden Fall was braten nach gleich so. So langsam mache ich hier wieder ein paar. Ja, die Hasen habe ich übrigens in Chester, ne? Hast du wahrscheinlich gesehen. Habe ich doch schon gesehen, ja. Ach, plante die doch schon mal. Alter, what the fuck? Achso, das sind. Du hast ja die ganzen Stacks hingelegt, ey. Ich hab mich schon gewundert, ey. What the fuck, wo sie herkommen denn die ganzen? Ja, auch hier hinten, falls mal ein Feld kaputt geht, da. Nein, Pinguine! Oh Gott, ich hasse die Pinguine. Auf jeden Fall haben noch genug Bärensträucher da. Bären hier in der Nähe von uns. Das ist schon mal ganz gut. Alter, es ist so schlimm, dass unsere ganzen Stöcker abgefackelt sind, ne? Ja, das tut mir echt leid. Das ist ja nicht deine Schuld, aber die sind jetzt halt. Ja, doch, es war meine Schuld, das ist es ja. Okay. Aber ich wusste es halt nicht. Aber naja, aus Fehlern lernt man halt. Ah, mit Asche kann man nicht fertilisieren, das war eine Mod. Ja, das weiß ich ja. So, jetzt halten die Sachen wenigstens doppelt so lange. Was bringt uns denn Asche sonst? Nicht viel. Ja, das war halt. Aber wir brauchen bis unser Lebensende erstmal keine Asche. Das macht halt sogar einigermaßen Sinn mit Asche halt. Mit Heilen? Nee, Asche. Dünger. Ein bisschen schon. Ja. Du kannst ja deine Asche auch mit diesem in einen Baum verwandeln und so. Ja, ja. Also ja, es macht Sinn. Ich möchte deine Aussage nur noch unterstützen. Ja, ich habe jetzt die ganzen Berries hier fertilized. Sag mal, klaust du dir hier immer die Pinecones? Sind viel weniger, als es eigentlich sein sollte. Und wo? Wenn ich bei Bäumen hier choppe. Nee. Das nächste... Du wartest immer hinter der Ecke, bis ich weg bin, und dann klaust du dir mal ein, zwei Pinecones. Ne? Nee. Ja, ich hab dich im Blick, Junge. So. Jetzt mal ein bisschen Kacke.
Ich sammle Kacke ein. Hast du Stöcker? Nur 22. Okay, dann sollte ich Stöcker holen gehen. Ja, okay, welche holen? Warte mal, was sind denn hier in der Nähe? Wo haben wir denn Stöcker? Da auf dem Weg da zum Anfangsbiom sind viele. Nimm die gleich mit der Schaufel. Ja? Mach ich. Ne, warte mal, so viel Inventarplatz habe ich nicht. Muss ich erst das ablegen? Das ist halt die Kacke, dass ich die Asche nicht ablegen kann. Das nervt halt echt. Ja, ich bin gerade am Kisten. Es kommen gleich 4-5 Kisten, okay? Ah, das ist gut. Okay. Ja. Steine. Noch 5 können es werden. Rott. Monster Meat. Die Asche muss ich halt ständig mit mir rumschleppen, sonst ist die weg. Gerade im Winter brauchen wir jetzt übelst viel Holz. Deswegen, bei mir ist es immer so, dass ich so einen richtig frühen Trigger bekomme. Und dann bekomme ich nie wieder einen. Mir schon immer so gewesen. So, jetzt muss ich ein bisschen heizen. Jetzt in der Nacht wird es halt jetzt kalt. Jetzt kann ich den Heatstorm mitgenommen. Kommt zurück. Die Teile sind direkt über uns. Die Pinguine, ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Wenn die da stehen, dann müssen wir die einfach in Ruhe lassen. Alter, Heatstone. Wird doch mal angeheizt, du. Schwule. Ist gerade erst angemacht. Schwuchtel. Alter, das ist ja Reuden. Ich kann entweder den Rucksack tragen oder die West. Ja, ich weiß. Ah. Ja, das ist ja doof. Soll ich die Kisten hinpacken? Hier? Ja, unter uns hier oder so. Ja, oder da ist gut. Da ist gut. Sven, ja. Das sind viele. Erstmal kommt. Wo kommt die Asche? Diese Asche haben wir 2,5 Stacks, also. Ne? So, ich hab vier Dings das. Wo ist das Fleisch? Boah, ey, lauf mir doch nicht, wenn ich da mal zwischen, ey. Ist hier das Fleisch drin? In den Winter Coal Fun Trunk. Der macht gut. Der macht halt auch schön Leben wieder her. Und da ich nur 81 habe, boah, 40 Leben stellt er wieder her. Yami, 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 yami. So. Eigentlich bin ich zuverlässig. Wir könnten es schaffen. Im Winter hier. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr für mich loszugehen. Wieso ist der Heatstone auf 50%? Ist es 50% wärmer oder geht er kaputt? Ich hab den noch nie benutzt. Ja, der geht kaputt. Durch Garten. Nach einer Zeit halt wahrscheinlich. Du hast den halt voll früh gecraftet. Na, vorher ging der halt nicht kaputt. Ich meine, es ist ein Stein. Wieso sollte der kaputt gehen? Ja, naja. So, Kackeulen und 3 leider. Oh, eine Moonrock Wall. Man kann eine Moonrock Wall machen. Wie viel braucht man dafür? 12. Ja, okay. Aber weißt du, wie stark die denn wird? Birdcage. Oh, da brauchen wir ein Sumpfgebiet. Wieso? Dann. Ach, Papyrus brauchen wir dafür. Mhm. Und dann machen wir irgendwann ein schönes Lager mit schönem Boden und so, ne? Aber das dauert echt noch. Hast du das Silk hier reingepackt? Hast du das Silk? Ja. Kannst du mir das geben? 6 habe ich noch. Ach du Kacke. Warte, dann lass mich kurz. Ich muss mir halt gerade einen Hut machen und Ich habe auch keinen Hut mehr. Und die Breezy. 6% habe ich noch. Haters gonna hate, 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 hate. Hier links drauf. Booster Shot.
Able to use straw tent. So, jetzt habe ich mir auch nichts zusammen gemacht. Ja, 100% habe ich jetzt. Ja. So, dann müssen wir mal auf Food gehen, ne? Drying Rack. Machen wir aber erstmal Crockpots, oder? Zwei Crockpots so? Also, wir brauchen Steine. Kannst du. Ich hole jetzt Zweige. Dann mache ich das mit den Steinen, ne? Fuck, ich muss mal kurz meinen Thermalstone. Scheiß drauf. Kack auf die Bitch. Ach, du hast jetzt ja Chester, ey. Also eigentlich ist das meiner, ne? Du bist gestorben. Das ist ein Grund dafür? Gut. Wenn du bei Minecraft stirbst, dann weiß ich ja, ne? Wenn du alles hast, ein gesamtes Inventar, dann sage ich auch, du bist gestorben. Das ist ja hier was anderes. Ich habe ihn gefunden, Fabian. Oh, Coelophant Tracks, Coelophant Tracks. Ich habe ihn danach gefunden. Da war so ein komischer roboterhaftig aussehender Geist. Der ist dann weggegangen. Da dachte ich mir, Mensch. Ich habe letztens wieder Bilder von Don't Starve von der Alpha gesehen. Ne? Ey, das sah da ja noch so hässlich aus. Echt? Ja, ey. Das ist Gras, Alter. Zeig ich dir gleich. And the hate is gonna hate, 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 hate. Oh, oh, er hat sich jetzt danke, The Binding of Isaac geholt, ha? Ja. Ja? Ja. Wir nehmen gerade auf, Trey. Das ist meine Mutter. Das ist sowieso jedem egal, in deiner Familie. Janetti ist es. Was? Jetzt gibt's Happa. Willst du mich verarschen? Nö. Ah, so. Dann machen wir noch ganz kurz, ja? Ja, ein, zwei Minütchen. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Eigentlich hätte ich jetzt wieder vor, länger aufzunehmen, aber ich wusste nicht, dass jetzt schon Essen gibt. Ich dachte so, yo. In so zwei, drei Stunden. Nee, ja, also, mal gucken, wie lange die Folge jetzt ist, ob ich das zusammenschneide oder nicht. Aber. Ich erfriere! Entweder wir sehen uns in der nächsten Folge oder gleich wieder. Also, bis gleich. Nächste Folge, also, es sind mehr als 20 Minuten sind so. Ja, aber so lang soll die auch nicht sein, deshalb. Also, bis dann, tschüssi.